dann habe ich mal wirklich gecheckt, wie nah diese glamouröse Welt und diese dunkle Welt irgendwie zusammen ist. Also das war es da, die Spitze vom Eisberg leider. Jess Egger, eine junge Frau, die einer ganzen Branche den Kampf ansagt. Die gebürtige Kärntnerin lebt in Hollywood, arbeitet erfolgreich als Model und Schauspielerin. Eines Tages wird ihr aber alles zu viel. Sie will ausbrechen aus der Scheinwelt, in die sie sich selbst begeben hat. Daraufhin veröffentlicht sie die ungeschminkte Wahrheit auf ihren sozialen Plattformen. Ihr Hashtag TruthBehindTheShot geht viral. Jetzt ändern wir das mal und schreiben, was wirklich passiert ist an dem Tag, die Geschichte hinter dem Bild. Und so ist der Hashtag TruthBehindTheShot entstanden. Wir treffen die Österreicherin im Inhotel Mama Shelter in Hollywood. Zwar lebt Egger hier seit 2 Jahren, dass die Traumfabrik aber auch ihre Schattenseiten hat, merkt sie schnell. Hier hat man auch nahegelegt, du musst abnehmen, du sollst dir die Nase richten lassen, was ja, wenn ich das sagen darf, völliger Schwachsinn ist. Wie bist du damit umgegangen? Natürlich, wenn du als junges Mädel oder auch Bub irgendwo zu einer Agentur gehst und dann hörst du, okay, das und das und das musst du an dir ändern, glaubst du das im ersten Moment. Und im ersten Moment habe ich das dann auch umgesetzt, habe versucht abzunehmen, habe meine Haare geändert etc. Nur um irgendwann dann rauszufinden, dass es das alles nicht wert ist. Ganz im Gegenteil. Doch es geht sogar so weit, dass ihr Produzenten Dickpics, sogenannte Bilder ihrer Genitalien, schicken. Einige Agenturen raten ihr, sich um ihre Auftraggeber besonders gut zu kümmern, bleiben in ihren Anforderungen aber bewusst sehr unkonkret, obwohl jeder weiß, was damit gemeint ist. Damit man sich das besser vorstellen kann, was wurde da genau von dir verlangt? Dass du irgendwie sexuelle Dienste machen solltest, um weiterzumachen. Das ist leider so, dass die Models oft dazu gezwungen sind, weil viele aus dem Ausland kommen. Und wenn die dann in einer großen Stadt sind, wie jetzt in New York oder L.A., müssen die natürlich auch Geld verdienen. Wenn du das nicht machst, sagen sie, okay, entweder du machst das oder wir schicken die heim. Viele sind nur darauf angewiesen, leider. Seitdem versucht die Kärntnerin der gesamten Industrie den Kampf anzusagen. Das hat allerdings seine Konsequenzen. Ich persönlich finde das ja sehr mutig und finde es einen wichtigen und vor allem einen richtigen Schritt. Aber was waren die Auswirkungen? Ich habe auch gelesen, du bist aus Agenturen rausgeflogen. Genau, das ist nämlich der Punkt. Wenn man sich traut, darüber zu sprechen, muss man natürlich auch einen Preis dafür zahlen. Bei mir war das halt auch, dass ich die Agenturen verloren habe, dass die mich gekündigt haben, dass gewisse Leute nicht mehr mit mir arbeiten wollen, sobald sie herausfinden, dass ich am Aktivismus tätig bin. Dann denke ich mal, okay, mit euch will ich eh nicht arbeiten. Seither kehrt Jess der Modelbranche ein für alle Mal den Rücken. Um ihre Erfahrung an Jüngere weiterzugeben, schreibt sie all das Erlebte jetzt in ihrem Buch nieder. Jess Egger, eine Frau, die für ihren Einsatz mehr als nur Respekt verdient. Jess, danke, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich muss sagen, du bist eine sehr mutige junge Dame und vielleicht tust du mir noch einen Gefallen, bleib so, wie du bist. Genauso, wie du bist, okay? Auf dich. Danke.